Servus Leute, ich habe mich in Schale geworfen, denn heute geht es um den Spitzenkandidaten der SPD, Olaf Scholz. Stopp, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Video spannend zu gestalten. Denn wer Olaf Scholz kennt, der weiß, dass das wirklich nicht leicht ist. Jetzt geht es um die Zukunft unseres Landes. Jetzt geht es um die 20er Jahre. Jetzt geht es um Deutschlands Weg im 21. Jahrhundert. Ich stelle mich zur Wahl. Aber es hilft nichts, denn Olaf könnte tatsächlich unser neuer Kanzler werden. Manche sagen zwar, er hat keine Chance. Was sagst du dazu, Olaf? Sie haben keine Ahnung, das tut mir leid. Sie wissen gar nicht, worüber Sie reden. Ich glaube, er hat Chancen. Wie er das schaffen will, was er bis jetzt so getrieben hat und wofür er steht, das erfahrt ihr in der zweiten Ausgabe der Politikeranalyse. Das alles Machtgeierei ist und die greifen immer nur nach dem nächsten Amt. Ich finde, das ist einfach ein Klischee. Politiker sind auch Menschen. Da war Applaus vorgesehen. Fangen wir von vorne an, denn auch Olaf war mal jung. Was bedeutet das, wenn wir hier Waffen stationieren mit Vorwarnzeiten von 10 Minuten? Hier im Video engagiert er sich gegen die Stationierung der US-Waffen in Deutschland. Das war zu seiner Jugendzeit ein großes Thema. Aber es gab auch noch was anderes, was ihn politisiert hat. Die erste Diskussion darüber, dass wir unseren Planeten nicht sinnlos ausbeuten dürfen. Und habe mich gegen den Bau von Atomkraftwerken engagiert. Schon mit 17 ist Olaf in die SPD eingetreten, um für mehr Klimaschutz und gegen die Atomkraft zu kämpfen. Aber ist Klimaschutz immer noch wichtig für Olaf Scholz? Der Schutz des Klimas ist die große Aufgabe der nächsten 30 Jahre. Wir müssen jetzt den Umbau unserer Wirtschaft so vorantreiben, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Dazu haben wir sehr weitreichende Entscheidungen getroffen im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Diese weitreichenden Entscheidungen wurden vom Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht in Deutschland, als unzureichend beurteilt. Aber Olaf verteidigt sich. Und es ist nicht gelungen, gemeinsame Ziele zu vereinbaren über den Stromausbau bis 2030, über den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien, weil das eben bei der Union viel Widerstand ausgelöst hat. Das ist ein Dilemma der SPD. Seit sie in der Großen Koalition sind, müssen sie Kompromisse machen und da kommt eine Politik raus, die den SPD-Wählern teilweise natürlich nicht so gefällt. Anders ist der Absturz der SPD in den letzten 15 Jahren nicht zu erklären. Als die SPD zum letzten Mal den Kanzler gestellt hat, das war Gerhard Schröder, hat auch Olaf Scholz eine tragende Rolle gespielt. Er war damals Generalsekretär. Das ist nach dem Vorsitzenden einer der mächtigsten Posten in der Partei. In dieser Zeit setzte Scholz auch die Agenda 2010 durch. Ein Gesetzespaket, an dem sich bis heute die Geister scheiden. Die einen halten sie für dringend notwendig, die anderen für unsozial. Hartz IV, Agenda 2010, es muss vom Tisch, es hat Armut geschaffen, es hat Arbeitsplätze vernichtet, es hat die Leiharbeitsfirmen wie Pilze aus der Erde schießen lassen. Und das kann so nicht weitergehen in einem der reichsten Länder der Welt. Fakt ist, die Agenda 2010 hat der SPD nicht gut getan. Die Partei zerstreitet sich und Scholz und Schröder treten 2004 beide zurück. Im Vergleich zu Schröder ist Scholz' politische Karriere aber noch lange nicht vorbei. 2007 wird er Minister für Arbeit und Soziales. Das ist er 2 Jahre. Dann wechselt er nach Hamburg und wird dort Bürgermeister. Gradlinig bleibt sein Weg aber auch da nicht. In Hamburg finden 2017 der G20-Gipfel und die dazugehörigen Demonstrationen statt. Scholz verspricht seinen Bürgern, dass es ruhig bleiben wird in der Stadt, wie bei einem Hafengeburtstag. Doch der Hafengeburtstag eskaliert. Brennende Autos, Straßenschlachten und Bürger in Angst sind die Folge. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. Das ist aber nicht das Einzige, was an Olaf Scholz klebt. Da wäre noch der Cum-Ex-Skandal, ein riesiger Steuerskandal, an dem auch die Warburg Bank aus Hamburg beteiligt war. Die sollte dann Steuern zurückzahlen in Höhe von 47 Millionen Euro an die Stadt Hamburg. Der Chef der Bank traf sich in dieser Zeit 3-mal mit Olaf Scholz und das Finanzamt wollte das Geld danach nicht mehr zurückhaben. Olaf verteidigt sich aber und sagt, das Finanzamt hätte die Entscheidung selbstständig getroffen, ohne sein Zutun. Und das wird sich auch, wenn das jetzt alles untersucht wird, erweisen. Es hat keine Einflussnahme gegeben. Und dann bleibt einfach darin, dass, bleibt nach, dass aus der Tatsache, dass es Gespräche gegeben hat, Verdacht formuliert wird. Das muss ich akzeptieren. Ja, der Verdacht bleibt. Beweise gibt es nach wie vor keine, aber Olaf hat die Treffen auch nur scheibchenweise zugegeben. Das ist natürlich zumindest verdächtig und nicht förderlich, wenn man Kanzler werden will. Ebenso wenig hilfreich ist der Wirecard-Betrug, bei dem die Finanzaufsichtsbehörde BaFin ziemlich gepennt hat. Und die ist dem Finanzministerium von Olaf Scholz unterstellt, weshalb der auch hier in einem Untersuchungsausschuss aussagen musste. Wegen diesen Geschichten und weil sich Olaf als Finanzminister gegen neue Schulden und damit Investitionen in die Zukunft wehrt, ist er bei der SPD-Basis nicht sonderlich beliebt. Deshalb verliert er bei der Wahl zum SPD-Vorsitzenden auch gegen das bis dahin völlig unbekannte Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.
Ist das das Ende seiner politischen Laufbahn? Ach, das ist nur was für Waschlappen, die gleich sich aus der Politik entfernen, weil sie eine Kampfabstimmung gegen eine Frau verloren haben, wenn ich das mal sagen Moment, darf. Nennen Sie gerade Friedrich Merz einen Waschlappen? Ich halte so eine Vorgehensweise für etwas, wo ich nicht viel Achtung für habe. Sie haben gerade gesagt, Friedrich Merz ist ein Waschlappen, ja? Wer einfach, weil er meine Abstimmung verloren hat, sich davon macht, ist jemand, den ich nicht besonders Wenn Sie einen Waschlappen nennen. Ich habe mich klar ausgedrückt. Nehmerqualitäten hat Scholz allemal, denn er kehrt spektakulär zurück und wird Kanzlerkandidat, obwohl das normalerweise die Parteichefs selber machen. Wie hat er das gemacht? Wir haben eigentlich gleich nach der Wahl des Parteivorsitzes angefangen, eng miteinander zu kooperieren. Und darüber ist ein ganz enges Vertrauen gewachsen, wo ich irgendwann ganz sicher das Gefühl habe, die beiden werden mich vorschlagen. Und die beiden hatten auch sehr rechtzeitig ganz sicher das Gefühl, dass sie mich vorschlagen werden. Vertrauen schön und gut, aber das Ganze war natürlich eine rein strategische Entscheidung der Parteichefs. Sie wussten, dass sie selber zu unbekannt sind, um eine Chance zu haben und haben deshalb jemanden ausgewählt, der Regierungserfahrung hat und deutschlandweit bekannt ist. Spätestens, seit er mit so hartem Geschütz schießt. Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später. Mit der Bazooka hat Olaf in der Corona-Krise viel Geld locker gemacht, vollkommen entgegen seiner vorherigen Finanzpolitik, wo er immer für die schwarze Null stand. Und hat damit aber auch die deutsche Wirtschaft gut durch die Corona-Krise gebracht. Und jetzt kommen wir dazu, wie Olafs Chancen stehen. Dazu muss man wissen, dass die Wahl in Deutschland hauptsächlich von den Älteren entschieden wird. Klar, wir Jungen, wir haben auch eine Stimme, aber der Großteil der Bevölkerung ist nun mal Ü50. Und in dieser entscheidenden Wählergruppe kämpft Olaf gegen Laschet darum, wen die Älteren lieber als Kanzler wollen. In der Gesamtbevölkerung liegt er knapp hinter Laschet. Das heißt, der überholt ihn, wenn er ihm ein paar ältere Wähler abjagen kann. Sei es, weil noch etwas über Laschet rauskommt oder weil Olaf in den Debatten überzeugender auftritt. Das ist in dieser Welt ein absurder Einfall der Führung der CDU und CSU, ist zu sagen, diese Leute brauchen jetzt erst noch mal eine Steuersenkung, die ganz viel verdienen, die große Gewinne machen, weil das sei wichtig für die Zukunft. Das ist ein Fehler, der fällt nicht mal den Konservativen in Großbritannien ein, die eine Steuererhöhung in diesem Bereich durchgesetzt haben. Wir haben merkwürdige Konservative weit hinter der Zeit und als ob sie die Krise nicht verstanden haben. Aber Scholz' großes Minus bleibt weiterhin, dass er in der SPD ist. Und die kommt einfach nicht aus dem Umfragetief raus. 13 Prozentpunkte Rückstand ist eine Menge Holz, aber Umfragen sind flüchtig. Auch die Grünen standen vor einem Monat vor der Union und sind jetzt 7 Prozentpunkte dahinter. Das Spiel um den deutschen Thron bleibt also weiter spannend. Dieses Video war der Auftakt der Reihe Game of Thrones Germany, die sich mit der Bundestagswahl 2021 auseinandersetzt. Es folgen noch Politikeranalysen zu Baerbock und Laschet und natürlich Videos zu den Wahlprogrammen aller politischen Parteien, denn das ist letztendlich das Entscheidende, woran man seine Wahlentscheidung ausrichten sollte. Welches Parteiprogramm sagt mir am meisten zu? Welche Partei möchte ich wählen? Lasst ein Abo da, damit ihr das auf keinen Fall verpasst und verbreitet diesen Kanal, damit sich mehr Leute für Politik interessieren, gerade vor der Wahl. Und hier oben habe ich euch noch die Politik-WM der Klimakiller verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin.